you came, where did I go wrong? I lost a friend somewhere along in the bitterness. Hey Leute und willkommen zurück zum neuen Video auf dem Toilettenwasser-Kanal. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Ender Games mit dem Kid Känguru. Einfach jetzt, weil ich so die Runde gewinnen möchte und wie ihr schon recht seht, ist auch ein Scoreboard jetzt mal in ja, Ender Games da, was ich persönlich richtig nice finde, aber ich weiß halt nicht, ob es jetzt durchgehend da ist, weil eben da war es auf einmal weg, dann war es wieder da und ja, entweder backt es sich selber weg, also auch wenn du so in der Lobby bist, dann steht da halt auch Beach oder so, steht da ein Leader und da siehst du dann halt, ja, da ist ein Scoreboard. Wenn das aber ganz normal orange ist, dann ist da kein Scoreboard dran. Und ja, so ein Scoreboard in Ender Games finde ich richtig geil. Denn ich mache ab und zu mal so viele Kills, dass ich gerne sehen würde, wie viele Kills das waren. Und ja, das ist einfach richtig nice. Also wenn das jetzt auch so bleiben würde. Weil das, ja, ist halt richtig geil. Ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so findet. Dann. Echt. Die Weizen nehme ich mal mit, denn als Känguru bekommt man irgendwie mittlerweile so richtig schnell Hunger. Deswegen lieber immer alles mitnehmen. So. Oh, schon eine Eisenbrust wieder. Ja, doch, komm, machen wir einfach mal eine Goldhose. Besser ist es. Schadet ja keinem. Schießen wir immer. Nochmal. Und nochmal. Nice, der war Techniker. Und lief einfach ganz normal rum. So. Ein paar Blöcke weg. Ah, ihr seht da eigentlich schon, wie schnell man Hunger bekommt. Also ich habe jetzt gerade eben gegessen. Manchmal so ein paar Mal Doppelsprünge muss ich wieder essen. Es wurde ordentlich runtergepatcht auf jeden Fall. Also. Oh, okay. Kommt nicht zu mir. So, dafür kriegt der jetzt nochmal ein paar Hits ab. Wenn ich zu ihm könnte. So, da seht ihr dann halt jetzt so. Oh mein Gott. Mein Inventar ist voll. 3 Kills haben wir schon in der Runde gemacht. So, also ich finde das Scoreboard richtig geil. So. Echt, ich würde auch nicht irgendwie dafür stimmen, dass es wegkommt. Jetzt sind gerade FPS am Busch. Okay, jetzt geht's wieder. Weil, also, echt. Nein. 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 Nicht töten, bitte. Der hat mich eben schon in der Lobby angeschrieben. Wie gut ich doch sei. Und Rang 23, boah. Alter. Geh doch mal weg, warum geiert ihr denn alle auf mich? Ja, mit wenig Scherzen, wir müssen uns töten. Rennt wirklich rein. Richtig schlau auf jeden Fall. Okay, jetzt können wir wieder Doppelsprünge machen. Nein, 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 nein. Nicht geiern, nicht töten, nein. Warum werde ich nicht schnell? Junge, bitte hab doch Gnade. Das sind diese Targeter. Nee, Toilettenwasser, ich muss ihn töten. Oh mein Gott, er ist so gut. Stauben wir ihn doch einfach mal ab. Alter, Walter. Ja, jetzt haben wir durchgehend wenig Herzen. Ist auf jeden Fall richtig krass. Vor
vor allem auch Props an euch, dass ihr es so schafft, einfach mal ein Fass zu töten. Ich schaffe es ja noch, nicht einmal mich zu töten. Richtig krass auf jeden Fall, also... Oh mein Gott, ja, jetzt bin ich tot. Konnte ich das überleben? Hätte ich die zwei Hits nicht gemacht? Okay, jetzt müsste der tot, ja. Er war Redstoner. Hätte ich die zwei Hits nicht gemacht, hätte er keine Angst bekommen und wäre jetzt sofort auf mich gegangen. Hey, das sind solche Glückstreffer. Berlin Healbots. Die nehme ich jetzt sofort mit. So. Ja, der Leo, der geiert hat durchgehend auf mich. So ein richtiger Targeter. Vor allem, was haben die Leute davon, wenn die mich töten, targeten oder irgendwie sowas? Sind das einfach nur irgendwelche Randys? Jo, pack du halt noch mehr weg, ne? Jo, du leckst gar nicht. Zum Glück nicht, also... Hättest du jetzt geleckt, ich glaube, du hättest mich gekillt. Zum Glück hast du es ja nicht. Der Targeter kommt wieder. Ich schlürfe den jetzt einfach mal. Gehen dann da oben hin. Wir haben schon 6 Kills, seht ihr? Auf jeden Fall richtig nice, auch wenn ich mich jetzt hier mal so ein paar Mal richtig aufgeregt habe. Den klatschen wir aber, glaube ich, wenn er ungeheuer sein sollte. Cobweb ist auf jeden Fall richtig gut gesetzt, falls du das Video sehen solltest. Richtig nice. Wir wollen ja jetzt auch keinen fertig machen oder irgendwie sowas, dass er nie wieder Minecraft spielt. Okay, jetzt noch ein Kill. Dann haben wir 8 Kills und die Runde auch schon gewonnen. Das werfen wir eben weg. Wir haben gar keine Äpfel. Aber so viel Gold. Jo. Alles klar. GG. Falls euch die Runde gefallen hat, auch wenn wir den Kill jetzt am Ende nicht bekommen haben, würden wir, also würde ich mich trotzdem über so einen Daumen nach oben oder so freuen oder einen Kommentar. Also ihr könnt ja auch mal schreiben, wie ihr das Scoreboard findet. Also ich finde es mega geil. Ja, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Ender Games wieder. Oder QSG oder so. Und ja, dann bis... better.